Wir haben heute zwei tolle Menschen zu Gast. Und zwar sind das Neven Subotic, den Volker gleich vorstellen wird, und Christine Westermann. Und wir wollen natürlich nicht unsere Gäste einfach so vorstellen, sondern ich habe einen kleinen Lebenslauf über Christine Westermann vorbereitet. Und da wird ein Fehler drin sein. Und Neven, ich hoffe, du kannst ihn finden. Alle Oh. bereit? Okay. Christine Westermann wurde vor dem Jahr 2000 in Erfurt geboren. Ihr Vater brachte sie sehr früh schon zum Lesen. Sie besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und ziemlich schnell machte sie sich einen Namen beim Radio und im Fernsehen. Die Sendung Zimmerfrei, die sie zusammen mit Götz Alsmann moderierte, gewann sogar den Grimme-Preis. Sie gewann außerdem, und den empfindet sie als viel wichtiger, den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Interview. Sie lebte eine Weile in San Francisco. An der Seite meines charmanten Co-Moderators Volker Weidermann übrigens war sie lange Zeit Teil des literarischen Quartetts. Sie ist für ihre Buchempfehlungen bekannt und natürlich auch als Buchautorin selbst. Und ihr erfolgreichstes Buch war ein Kinderbuch über einen kleinen Drachen. Sie ist ein Riesenfan des ersten FC Köln und hat sogar eine Dauerkarte. Sorry, Neven. Das Ist war. schwierig. Hast du den Fehler entdeckt? Ich hoffe, dass ich so ein Schmunzeln bei ihr gesehen habe und dass sie verraten Mich hat. geärgert, dass mir das Und passiert das ist. war das Buch mit dem Drachen. Schön. Christine, nächstes Mal bitte Pokerface. Ja, genau. Ja, stimmt es denn? Stimmt es denn? Ich habe, als ich mal richtig verknallt war und mit meinem Freund damals zusammengezogen bin, habe ich ihm zu Weihnachten habe ich ein Kinderbuch gemacht, aber nur so, also so gelöcherte Seiten und das in ein Ringheft angeklebt. Und da habe ich die Geschichte von, weil er einen sehr schönen Kosenamen hatte für mich, den ich aber jetzt nicht verrate. Und das Tier, über dieses Tier, das in diesem Kosenamen vorkommt, habe ich ihm eine schöne Geschichte geschrieben. Und als ich heute aufgeräumt habe, damit es hinter mir ordentlich aussah, ist mir dieses abgeranzte Buch in die Hände gefallen. Und dann habe ich wirklich überlegt, schmeiße ich das jetzt weg oder hebe ich es auf, weil es zu meinem Leben gehört. Und ich muss mir noch überlegen, ob es zu meinem Leben gehört oder ob es nach, jetzt bin ich 74, das sind jetzt über 50 Jahre, ob man sich nicht von solchen Sachen dann mal trennen kann. Nein, ich finde, du sollst das behalten, aber du hattest absolut recht, Nevin. Der kleine Drache war von mir, von meiner Imagination ausgedacht. Und jetzt hat Volker auch einen Lebenslauf über dich vorbereitet, Nevin. Und Christine, vielleicht kannst du den Fehler in Nevins Lebenslauf finden. Ich bin gespannt. Das ist aber richtig schwer. Und nicht schmunzeln, Neven, ne? Das ist ein richtig kleiner Fehler. Ich bin ein schlechter Pokerspieler. Diesen Mann, und so viel ist auf jeden Fall wahr, nannte Jürgen Klopp einmal den außergewöhnlichsten Menschen, mit dem er je zusammengearbeitet hat. 1988 kam er in Banja Luka auf die Welt. Sein Geburtsland hieß damals noch Jugoslawien. Als er 2 Jahre alt war, zogen seine Eltern aus Angst vor dem drohenden Krieg mit ihm und seiner Schwester nach Baden-Württemberg. 1999 hieß es, die Zeit der Duldung ist abgelaufen. Sie zogen dann in die USA, nach Salt Lake City. Neven kickte im Park und wurde dort entdeckt und spielte schon bald in der Jugendnationalmannschaft der USA. Dann ging es zurück nach Deutschland. Mit 17 wurde er Profi bei Mainz 05 unter Jürgen Klopp. Der nahm ihn mit zur Borussia Dortmund, wo Neven seine größten Erfolge feierte. Später spielte er noch für den ersten FC Köln. Wenn das nicht stimmen würde, Christine, würdest du es wissen. Saint-Étienne und Union Berlin. Er fuhr früh einen japanischen Sportwagen mit 500 PS. 2012 gründete er die Neven Subotic Stiftung, die Sanitäranlagen und Brunnenbauprojekte in Afrika fördert und begleitet. Neven Subotic hat zwei Staatsangehörigkeiten und der Bundespräsident jenes Landes, das die Subotics einst ja nicht länger dulden wollte, verlieh ihm den Bundesverdienstorden. Also es gibt zwei Dinge. Ich bin echt nicht sicher, Neven, ob du beim ersten FC Köln gespielt hast. Echt nicht. Und das Zweite, hast du in der Jugend, in der A-Jugend-Nationalmannschaft der USA gespielt? Beides richtig. Ja, und sogar bei Köln ist ja das Interessante. Ich war Ja. da, ein Teil des Teams, das nach, ich glaube, 25 Jahren sich wieder
für Europa qualifiziert hatte. Das war, glaube ich, 2017, wo die das Stadion gestürmt haben. Aber kann sein, da war viel Alkohol im Raum des Stadions, dass man das sehr schnell vergessen hat und einfach die Mannschaft war da egal, beziehungsweise die Mannschaft war damals nur Toni Modest quasi und alle anderen sind nur noch rumgelaufen. Wo war jetzt der Fehler? Also Christine, ich wusste es auch nicht. Ich habe auch im Dunkeln gestochert und habe auch ein paar Tipps abgegeben und Volker war es wirklich unfair, finde ich. Nevin hat 3 Staatsbürgerschaften sogar und nicht nur 2. Stimmt das, Nevin? Jetzt habe ich Angst, dass ich wieder was falsch sage. Mittlerweile habe ich 1. In meinem Leben hatte ich 5. Oh mein Gott. Also Jugoslawisch, dann Bosnisch, dann Amerikanisch, dann Serbisch und dann den Deutschen. Da habe ich alles aufgegeben und gesagt, meine Zukunft ist in Deutschland. Also ich habe da noch ein paar Reisepässe daheim, falls noch jemand was braucht, sagt Bescheid. Ne? Wow, cool. Jedenfalls habe ich dann einen Fehler eingebaut, der ich selbst für einen Fehler hielt. Also ein doppelter Fehler. Also, oder eben bei Wikipedia jedenfalls steht, dass du aktuell noch 3 Staatsangehörigkeiten hättest, die serbische, amerikanische und die deutsche. Aber war es jetzt einfach anders falsch? Aber immer noch falsch, fragt ja keiner. Genau. Fragt ja keiner danach. Und vielleicht sollten wir kurz einordnen, warum wir, Volker, diese Sendung machen wollten. Wir wollten Sport und Kultur zusammenbringen, Sport und Literatur vor allem, weil wir denken, dass manchmal die Kulturschaffenden ein bisschen auf uns Sportler und Sportlerinnen runterschauen und ebenso manchmal Sportler und Sportlerinnen Angst vor den Kulturschaffenden haben. Und wir wollten ein etwas Zusammenfügendes hier schaffen und Leute zusammenbringen. Und Christine, du bist uns in den Sinn gekommen, besonders Volker, weil du ein riesengroßer, ich habe es eben schon erzählt, erste FC Köln-Fan bist. Und erzähl uns doch mal, wie das kam und warum zum Teufel der erste FC Köln. Ganz ehrlich, ich habe ein großes Herz. Und da ist auch noch Platz für Werder Bremen, da ist Platz für Darmstadt, weil ich da lange gelebt habe, also für die Lilien. Natürlich für Borussia Dortmund, jetzt nicht neben, weil du da sitzt, sondern weil ich die einfach großartig finde. Und ich war ein paar Mal im Stadion, das ist einfach der Hammer. Das ist, und ich habe, der Pass in mein Herz passt auch noch rein. Es passt auch noch rein Liverpool. Ich habe zum Geburtstag eine Reise nach Liverpool an die Anfield Road bekommen. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwann mal stattfindet. Und ich habe lange in San Francisco gelebt und ich bin natürlich Football-Fan. Eigentlich habe ich so ein Herz. Und das ist also 49ers. Und ich verstehe nichts von Baseball, aber ich war ganz am Anfang meiner Amerika-Zeit in Chicago. Und da war ich in diesem Old Comiskey Park von den Chicago White Sox. Und das fand ich großartig. Wenn du nichts davon verstehst, denkst du, Leute, was machen die da? Es passiert doch gar nichts. Und ich dachte, das ist alles Rehearsal, aber es läuft schon. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Und ich mag Sport generell. Also ich mag sogar Bodenturnen, wenn es Olympische Spiele sind oder wenn es um irgendwas geht. Also bis auf Billard und ganz ehrlich, bis auf Darts kannst du mich eigentlich für alles begeistern. Und ich habe, als ich in Amerika war, haben alle Golf gespielt und ich muss wirklich sagen, ich war zu blöd, um zu begreifen, wie schön es gewesen wäre, wenn ich es da gelernt hätte. Ich weiß nur, dass ich das im Fernsehen geguckt habe und überhaupt nicht begriffen habe, wie man im Fernsehen einem Ball im blauen Himmel nachgucken kann. Und jetzt, wo ich selbst so eine Idee spielen kann, finde ich es großartig. Das ist mit das Spannendste überhaupt. Also das ist mindestens so spannend wie ein richtig gutes Fußballspiel. Jetzt habe ich alle meine Fußball... Genau, und ich habe, also meine erste Sporterfahrung war 1954. Natürlich Endspiel. Und wir hatten damals keinen Fernsehapparat. Ich habe es am Radio gehört. Also mit meinen Eltern zusammen und mit Freunden, und als dann klar war, Weltmeister, gab es keinen Champagner, weil das gab es damals nicht. Und es gab roten Krimsekt und das werde ich nie vergessen, die Freude meiner Eltern und die Freude dieser ganzen Freunde, die da vor dem Radio saßen. Und das ist eine prägende Erfahrung gewesen. Und bis heute liebe ich es, die Bundesliga-Konferenz also zu hören, am liebsten Bundesliga-Konferenz und Fernsehton weg und wie die Jungs sich begeistern, wenn da ein Tor fällt. Das finde ich einfach großartig.
Im Radio meinst du? Im Radio, genau. Ja, das finde ich auch super. Ja, das stimmt. Sorry, Volker. Genau, Neven, du bist ja schon, also du bist sozusagen der, mit Andrea zusammen natürlich der Ursportler von uns, aber du gleichzeitig bist raus aus dem Business, nicht nur als Fußballspieler raus, sondern schreibst in deinem Buch auch, dass sich eigentlich so auch Gespräche über Fußball irgendwie kaum noch interessiert. Und sozusagen einmal kurz zurückgespult, einer der Hauptanlässe natürlich, wieso ihr beiden auch hier zusammen seid, ist, dass ihr beide auf völlig unterschiedliche Art und Weise aber euer Leben aufgeschrieben habt, die Geschichte eures Lebens bislang. Christine, du als Lesegeschichte, die Familie in der anderen heißt deins und Neven, du deins heißt Alles geben. Und da gibt es eben auch zwei, drei besonders fantastische Passagen, wo du dich als Fan auch erlebt hast. Du bist auch als aktiver Fußballer auch in der auf der Südtribüne auch mal gewesen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, was dieses Fantum eigentlich für dich bedeutet hat? Ja, also bevor ich bin ja eigentlich Sportler gewesen ein Leben lang. Das heißt, ich wusste, ich muss den Ball hinterherjagen, das irgendwie in das Tor bringen oder den Gegner daran verhindern. Das, was im Stadion sonst noch passiert, habe ich einfach wahrgenommen. Laute Stimmen, Unterstützung, Fanschaft. Aber das wirklich zu verstehen, ist schwierig, wenn man auf dem Platz ist, die Fans aber immer so 50 Meter weiter von einem entfernt. Und ich hatte dann die Möglichkeit, als ich verletzt war, dann mal wirklich unter den Fans zu stehen. Und bei den Fans meine ich dann auch wirklich diejenigen, die auf der Südtribüne stehen. Ja, in Dortmund sind das halt, ich glaube, 25.000, die nur hinter dem einen Tor stehen. Das ist auch gefühlt so steil. Und für die das mehr ist als irgendwie nur Zeitvertreib oder was Schönes, sondern das ist Teil ihrer Identität. Und das habe ich mitgemacht. Ich hatte aber befürchtet, dass wenn ich da einfach so als Spieler, aktiver Spieler dahin gehe, mit meinem Gesicht zeige, dass dann sich sehr viel darum dreht, dass ich jetzt dort bin und ich kann das gar nicht wahrnehmen, wie das war. Also war ich komplett vermummt. Also obwohl es warm war, hatte ich einen Schal bis über den Mund. Ich hatte eine Mütze über den Kopf und noch eine Sonnenbrille. Also so unauffällig, dass es wiederum auffällig war. Deshalb werde ich auch kein Agent. Aber das gab mir die Möglichkeit, dort zu sein und das Spiel nicht zu sehen, aber zu erleben. Weil ich habe eigentlich nichts vom Spiel mitbekommen. Ich habe nur immer die ganze Zeit nach links und nach rechts geschaut. Habe dann, als wir gemeinsam gesungen haben, so mitgeschaukelt, links und rechts. Und es ist halt magisch, wenn man das nicht alleine macht, sondern 25.000 Leute das mit einem machen. Das hat mich dann auch, das hat mir auch wirklich diese Zusammengehörigkeit gezeigt, spürbar gemacht. Und als dann auch ein Tor gefallen ist und die Bierduschen aus allen Richtungen kamen, war es halt eine volle Euphorie, die ich einfach auch genossen habe, auch wenn ich sonst jetzt nicht zwingend Bier in den Haaren gerne haben möchte. Aber das war egal in dem Moment, weil ich verstanden habe, dass es um dieses Gefühl geht, dieses Gefühl der Gemeinsamkeit. Wir sind hier gemeinsam, wir feuern unsere Mannschaft an. Und wenn mal was Tolles passiert, ja, dann feiern wir. Oder wenn nicht, dann trauern wir aber gemeinsam. Und das fand ich entsprechend auch wirklich beeindruckend und ist bis heute noch ein Gefühl, das ich mit mir trage und hoffentlich auch noch in den nächsten Jahren nicht vergessen habe. Und Und du bist auch. konntest du, als du in Amerika warst, in Liebe für den Baseball finden wie Cristiano, oder bist du da eher verschlossener gegenüber dieser Sportart gewesen? Also als ich dort groß geworden bin, hatte ich nichts mit Baseball zu tun. Als ich dann später, ich sag mal so 20 war, war ich mit meiner Schwester im Yankee Stadium, weil meine Schwester und meine Mutter und mein Vater, die wohnen in New York. Und wir hatten sogar super Karten durch einen Kollegen. Aber am Ende war es Nicht für mich eins. so klassisch eine amerikanische Show. Es ist cool, es dauert halt auch 3 Stunden oder 3,5 Stunden. Und da gibt es ja eine Tanzkamera, ne? Da die Kamera schaltet dann auf irgendjemand im Publikum und die Person fängt an zu tanzen. Dann gibt es eine Kiss-Kamera, dann gibt es eine Lookalike-Kamera. Dann gibt es auch ab und zu einfach mal Musik und die Leute tanzen dann im Publikum. Und das fand ich bewundernswert. Also es ist Entertainment und professioneller Sport ist auch Entertainment zum größten Teil, ne? Dadurch nehmen die auch die Einnahmen ein. Und aus dieser Perspektive war es halt interessant zu sehen, wie sie es machen. Auch wenn das jetzt nicht zwingend für mich das war. Ich glaube, was mich beeindruckt hat beim Baseball, war,
die Faszination, die andere Leute darin sehen, aus einer statistischen Perspektive heraus. Das war ja, glaube ich, in den 70er und 80ern das, was es auch nach vorne getrieben hat. Ja, es ist ein amerikanischer Sport, aber er wurde dann auch quantitativ aufgearbeitet und plötzlich waren da die Statisticians, die, nicht Statiker, aber die Leute, die mit Statistiken arbeiten, super interessiert. Mhm. Und den Sport aus dieser Perspektive zu sehen, ja, das ist jetzt, gehört zum Norm, aber damals halt nicht. Und das finde ich an dem Sport halt ganz besonders. Ne? Du, Neven, hattest sozusagen in deinem Leben das besondere Glück von diesem unglaublichen Mentor Jürgen Klopp, den wir alle aus der Ferne irgendwie kennen oder irgendwie ahnen, was für eine magnetische Kraft dieser Mann haben kann, wie er Menschen führen kann. Und ich würde mich gleich sehr interessieren, was so das Besondere an Jürgen Klopp ausmacht. Aber Christine, dich würde ich mal fragen, gab es für dich auch in deinem Leben so einen Mentor, so einen Menschen, der dich irgendwie im entscheidenden Moment irgendwie so in die richtige Spur geführt hat und dich irgendwie, ja, gelöst hat? Ich glaube, da gab's nicht nur einen. Also mein Vater war unglaublich wichtig in meinem Leben. Der ist relativ früh gestorben, deswegen war ich eine ganze Weile erstmal ohne Mentor. Und ich habe damals nach der Journalistenschule, habe ich ein ZDF-Volontariat noch gemacht. Und da gab es Hans-Joachim Friedrichs, der damals die Heute-Sendung moderiert hat. Und das war so ein Mentor für mich. Ich erinnere mich an den Geburtstag einer Freundin damals. Sie wurde 40 und rauschende Party. Und natürlich alles, was beim ZDF Rang und Namen hatte, war dabei. Und ich hätte gerne mit Hans-Joachim Friedrichs getanzt, weil es ist auch ein gut aussehender Typ gewesen und ich fand den auch als Mann attraktiv, aber der hat überhaupt keine Anstalten gemacht, sondern hat mich am Rande der Tanzfläche in ein Gespräch verwickelt, ob ich denn was ich lesen würde. Da ist mir schon heiß und kalt geworden, weil ich so ganz so viel habe ich einfach nicht gelesen. Und dann habe ich gesagt, ich mag John Irving, und dann hat er mich gefragt, ob ich den auf Englisch lese. Und ich habe ihn, so gut hätte ich gar nicht lügen können, dass ich ja gesagt hätte. Und dann habe ich gesagt, nein, natürlich nicht. Und was toll war, dass er gesagt hat, versuch's einfach mal. Eigentlich ist es einfach, weil du musst nicht John Irving lesen und jedes Wort übersetzen, sondern es ergibt sich. Und das habe ich dann gemacht, als ich in Amerika gelebt habe. Und das ist toll. Ich finde es so schön, wenn man Bücher im Original eine Idee, also ich kann es leider nur auf Englisch, Französisch würde ich mich schon schwer tun. Italienisch kann ich ganz gut Zeitung lesen, weil ich Latein in der Schule gehabt habe und so ein bisschen Rade brechen kann. Aber Englisch ist einfach toll, wenn du Bücher im Original liest, um da jetzt mal einen Punkt zu machen. Das war sicherlich ein Mentor für mich. Hans-Jörg. Ich habe hier stehen, kann man das sehen, Ipalat. Also man darf, Gleichwerbung ist wurscht, weil ich so ein bisschen rauen Hals habe. Und das sind die Pastillen, die Hans-Joachim Friedrichs empfohlen hat. Also wenn man mal irgendwo auftreten muss und so, Ipalat wirkt Wunder. Hätte ich das jetzt auch mal. Wir sind ja nicht beim Öffentlich-Rechtlichen, Christine, deswegen darfst du hier absolut Werbung machen. Genau, ich zeige Du bist es ja gewohnt, beim Öffentlich-Rechtlichen das wegzuhalten. Aber wir haben eine super Frage aus dem Chat und ich habe nicht auf mein Handy geguckt, um irgendwelchen Menschen SMS zu schicken, sondern ich versuche, unsere Leute mit einzubeziehen. Und im Chat hat Carola gefragt, und zwar an dich, Christine, gibt Ihnen Sport auch etwas für Ihr Schreiben? Und wenn ja, was? Gute Frage. Muss ich fast drüber nachdenken. Also dieses, was ich so total spannend immer finde, gerade beim Tennis. Also wenn Leute mit einem Rückstand wieder aufholen können und nach vorne gehen. Also diese Herausforderung, dass das Leben aus Herausforderungen besteht und dass das nichts Unangenehmes ist, sondern dass man daran wächst und dass man auch an Niederlagen wachsen kann. Ich glaube, das ist, ich bin immer bei allem, was ich gucke, also ob es jetzt Fußball ist oder welche Sportart auch immer, ich kann ganz schnell die Seiten wechseln und ich wechsle immer auf die Seite des Verlierers. Und das ist, glaube ich, so, das ist so ganz tief in mir drin, dass ich denen, die zurückliegen, dass ich denen wünsche, dass es doch noch klappen möge im Leben. Und das habe ich, glaube ich, für mein Leben. Ich habe
große und kleine Niederlagen erlitten und aus allen bin ich irgendwie am Ende, wenn man so will, gestärkt hervorgegangen. Das hört sich jetzt ein bisschen so esoterisch oder abgehoben an, aber das ist, mir hat das immer geholfen, wenn ich mal richtig gescheitert bin, weil man sich dann auch Gedanken macht, woran hat es eigentlich gelegen? Und es hat meistens an mir gelegen. Und zwar nicht, ich war nicht gut genug oder so, sondern zu wissen, ich war gut genug, ich habe es bloß nicht gemerkt. Große Niederlagen, Neven, woran erinnerst du dich? Ich habe heute noch eine E-Mail bekommen zum Thema 10-Jahres-Jubiläum Champions League-Finale. Das ist natürlich so das große Ding, das wir nicht geholt haben. Das wäre auch eine super Geschichte gewesen. Also so eine junge Truppe marschiert durch, holt die Meisterschaft, holt den DFB-Pokal und dann noch das Champions League-Finale. Ich glaube, vielleicht auch gut, dass wir das Ding nicht gewonnen hätten, sonst direkt im Sommer, glaube ich, hätten die Hälfte von uns einfach die Rente beantragt und gesagt, da kann nichts mehr dazukommen. Aber doch, das war echt es war nicht zwingend eine große Niederlage, es gab aber so viel zu gewinnen. Ne? Für uns war schon wirklich das Finale herausragend, hat keiner erwartet. Aber wir sind Sportler, wir sind niemals zufrieden mit dem zweiten Platz. Und wenn ich einmal irgendwo anders hätte zweiter Platz sein können, dafür dort erster, dann würde ich das sofort da eintauschen. Das führt mich apropos Champions League-Finale, eine Figur, die in deinem Buch überraschend negativ vorkommt, oder du bist einmal plötzlich, sagst, wow, den habe ich richtig beschimpft, und das ist Arjen Robben. Da wollte ich nur mal sagen, da ging es, glaube ich, um den Schwalbenkönig Arjen Robben, oder ist ein bisschen zu leicht vielleicht doch gefallen in einem Fall. Und da wollte ich mal fragen, du bist ja sonst als Ultrasportsmann natürlich allen bekannt und ich glaube, sich hinwerfen einfach so, wäre dir im Traum nicht eingefallen. Aber dieser Arjen-Robben-Moment, tut dir das auch manchmal auch ganz gut? Also dieses, jemand wild beleidigen einfach. Ja, so laufe ich eigentlich tagtäglich durch die Stadt. Und wenn jemand auf den Boden spuckt, dann schreie ich den an. Nee. Das war ein Moment voller Emotionen, ein sehr wichtiges Spiel für uns. Und was ich nicht mag als Sportler, ist, wenn jemand sich unsportlich verhält. Und das ist, was ich gemacht habe, unsportlich. Was aber für mich eigentlich noch unsportlicher ist, sind diese Schwalben, weil die entscheiden über ein Spiel. Ich habe in dem Moment jemand angeschrien und das sah und war auch total asozial, aber es hat nicht das Spiel entschieden. Wenn ich die Male zähle, wie viel er oder auch andere Kollegen, nicht nur in der Mannschaft, sondern teils auch in unserer Mannschaft, dafür bejubelt werden, dass sie hinfallen, den Elfmeter holen, das Tor schießen, das Spiel gewinnen und dann auch vielleicht die Liga an sich durch eine Unsportlichkeit, dann finde ich das nicht zwingend nur traurig, sondern frustrierend. Und in dem Moment kam halt dann der Frust raus, weil ich dachte, dass es wieder eine Schwalbe ist. In dem Fall war ich aber der Blödmann, weil es war keine Schwalbe. Das kann ich jetzt auch zugeben und deshalb war das auch falsch. Was ich auch immer da im Kontext noch mit einfließen möchte, ist, ich hätte eigentlich so ein paar Optionen gehabt. Ja, nachdem er, was ich dachte, eine Schwalbe war, ihn bestrafen könnte. Ich hätte beim nächsten Duell gefühlt seine Beine brechen können, was absolut unsportlich ist und auch in der übertriebenen Wortwahl jetzt momentan, aber ich hätte ihm so mal einen Ellbogen geben können. Ja? Hätte keiner gesehen, hätte keiner gemerkt, hätte keiner gemeckert, aber ich mag das nicht. Das ist also unter all den Sachen zwischen Worten und Taten und Tätigkeiten finde ich noch Worte in dem Fall am harmlosen. Und dafür habe ich mich dann entschieden, dafür halt umso krasser. Neben, kannst du Zinedine Zidane verstehen, als er bei dem, was war es, WM-Endspiel oder was es auch war, auf den zugegangen ist? Und kannst du ihn verstehen? Das war dann körperlich, das war nicht mehr wörtlich. Ja, aber das war eine Reaktion, ich meine, es war Reaktion auf Worte und dann, dass man da einfach austitscht. Ja, ich
Ich mag das nicht, weil, also in dem Fall hat er ihm auch nicht wehgetan. Also man kann es ja beim Kollegen mal probieren und den mit dem Kopf gegen die Schulter, gegen die Brust hauen. Ja, das tut natürlich nicht weh. Und dass der dann hinfällt, das passt zu dem jeweiligen Spieler. Aber ich finde so Körperlichkeit, das ist eine Grenze. Ja, also wenn ich jemanden schiebe, drücke, haue, das ist für mich eine Grenze. Laut werden, das ist noch erlaubt, ja, oder anschreien, ist auch nicht schön, aber wenn Emotionen, dann lieber so, dass es keine Spuren hinterlässt oder dass es wirklich auch dann dazu führen könnte, dass die andere Person auch dann tätig wird. Das ist für mich eine Grenze. Ich sage, wenn ihr euch schlagt, dann schlägt ihr euch, aber wenn ich mir nur vor Augen halte, wie häufig sich Fußballer hin und her schieben, und da ist noch nie eine Schlägerei passiert. Ja, Jungs, dann hört auf, euch hin und her zu schieben, wenn euch sowieso nicht schlägt. Ja, also es ist total albern. Und 99% von den Fällen, die ich kenne, wo ich in der Regel nicht selbst beteiligt war, ist das Show. Ja, das ist nur für die Fans wie Catchen. Ne? Das ist ja auch dann Show und die Leute schauen gern zu. Und alle können für sich behaupten, die sind die Obergorillas. Aber es ist eine Show. Wir lieben ist das. Nicht deins. Ja, ja, es gehört zum Entertainment dazu, ne, ein bisschen. Aber Christine, du hast gerade ein bisschen was erzählt über Niederlagen und Wiederaufstehen, das mir total aufgefallen ist in deinem Lebenslauf. Ich habe in dir eine totale Sportlerin-Mentalität entdeckt und deswegen würde ich dich gerne fragen, was bedeutet Sportsgeist für dich? Oder wenn ich dir jetzt sage, ich sehe eine Sportlerin-Mentalität in dir, siehst du, was ich meine? Und wenn ja, was würde das für dich bedeuten? Ich sehe es nicht so richtig. Ich sehe, mir ist sofort dieses Bild hinfallen, aufstehen. Bei Mädchen sagt man Krönchen richten und bei Jungs sagt man Mund abwischen oder so. Also wenn ich so jetzt, das ist so die Gelassenheit des Alters, die ich da verspüre. Wenn ich so zurückgucke, was mir an Niederlagen widerfahren ist, dann glaube ich, dass ich das immer gemacht habe. Also, dass ich nicht lange rumgezetert habe oder dass ich nicht lange mich echauffiert habe oder beim Tennis lange mit dem Linienrichter diskutiert habe, sondern die Entscheidung ist gefallen und dann ist es jetzt so und dann fliegt man aus einer Sendung raus oder was auch immer und dann geht das Leben weiter. Und mir zeigt einfach die Erfahrung und ich weiß, schlimm abgenutzter Spruch, aber er stimmt. Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und es kann nur eine aufgehen, nein, andersrum. Es muss erst eine zugehen, damit eine aufgehen kann. Und das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, was man so aus, ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich aus Niederlagen ganz schön viel gelernt habe in meinem Leben. Und so in der Rückschau. Und langsam kommt so ein bisschen Stolz raus, dass ich wieder aufgestanden bin. Das finde ich ganz schön. Ja, weil mir ist nämlich, warum ich das sage, ist, mir ist aufgefallen, als jedes Mal, wenn du von Niederlagen, ich sag mal in Anführungszeichen, gesprochen hast, kam eigentlich relativ schnell danach der Satz, und dann wollte ich es erst recht oder dann wollte ich es ihm oder ihr zeigen oder dann wollte ich es allen beweisen. Und das kenne ich von mir aus meiner sportlichen Karriere total, dass das ein großer Antrieb ist. Und deswegen würde ich die Frage direkt an Nevin stellen. Kennst du das, dass dieses eine Niederlage etwas in dir auslöst, dass du jemandem etwas beweisen willst oder es vielleicht erst recht gut machen willst? Kennst du das? Ja, ich bin ja Jugo wie du aufgewachsen zu so Jugo-Eltern, die da sagen, du musst immer doppelt so viel arbeiten, damit du das bekommst, was die Leute, also die Einheimischen in dem Fall oder die nativen Deutsche entsprechend so bekommen. Und also doppelt so hart arbeiten war für mich immer im Kopf, ich kann nicht das Gleiche tun und das Gleiche erwarten, sondern ich muss es übertrieben tun, damit ich vielleicht die Hälfte dann bekomme von, in Anführungsstrichen, dem Lohn. Das einerseits und das andere ist, glaube ich, auch, was ich immer gesehen habe von meinen Eltern, dass es kann sein, andere Leute haben mehr Vorteile, es kann sein, dass sie mehr talentiert sind, wenn wir im Sport bleiben, ne? Dass jemand wie ein Mesut Özil, der einfach einen linken Fuß hat, oder Dinge sieht auf dem Platz, die kann ich nicht sehen. Mhm.
Aber sich darüber zu beschweren, das ist billig, weil über die Beschwerde verlierst du nur Energie. Was du aber bestimmen kannst, ist die Energie, die du in dich einsetzt. Und da haben wir uns und ich mich dann auch als Sportler immer durch identifiziert, und zwar mehr kämpfen als jeder andere. Also wenn alle müde sind, ich bin auch müde, mindestens genauso müde wie der andere neben mir, aber ich laufe weiter und ich laufe nicht schneller als der, aber ich laufe weiter, ich kämpfe, ich kretsch, ich tue, bis ich nicht mehr kann. Und das kann ich zumindest bestimmen. Das steht in meiner Entscheidungsmöglichkeit und darauf habe ich immer den Fokus gesetzt. Und das hat mir geholfen, dann eben auch manchmal anzuerkennen, hey, da ist jemand, der ist besser, der ist klüger, der ist geschickter, der ist talentierter. Aber beim nächsten Mal, dann trainiere ich an mir selbst und beim nächsten Mal habe ich dann etwas davon gelernt. Ja, weil wenn der zweimal nach links geht und dann nach rechts, ja, dann weiß ich das fürs nächste Mal auch und kann das dann auch anwenden. Also ich bin ein Lernmonster, ich versuche immer zu lernen und entsprechend auch diese Mentalität anzuwenden. Ich möchte gerne noch was dazu sagen. Was ich gelernt habe, ist, weil du gerade das Beispiel mit Özil gebracht hast, was ich langsam lerne, ich habe es noch, mache manchmal noch den Fehler, in den Vergleich zu gehen. Also wenn ich an das Quartett denke, dass ich manchmal gerne so gewesen wäre wie Theodor, nämlich so belesen und ich gehe jetzt mal am Buchregal und da habe ich die Pest von Camus auf Französisch stehen. Ja. Ich wäre gern so gewesen und auf der anderen Seite hätte es völlig gereicht, wenn ich so gewesen wäre wie Christine Westermann. Und das ist so was, wo ich so denke, hättest du dich mal getraut? Habe ich nicht. Aber ist egal. Ich hab was daraus gelernt, dass ich nicht so sein muss wie Volker Weidemann, obwohl es ganz schön wäre an manchen Stellen. Aber ich bin eben Christine Westermann. Das reicht völlig. Es gibt ganz, das hast du super schön gesagt. Und ich war bei deinem Versuch, Christine Westermann zu sein, ja direkt neben dir. Und ich kann sagen, es war echt eine große, große Freude. Und du warst ganz dicht dran an Christine Westermann, hatte ich. Ja, aber nicht gut drin. Eure beiden Bücher gelesen haben, gibt es so viele Parallelen, auch auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, aber eben das, was du jetzt sagst, zu sein, der man ist, das ist bei dir, neben spielt das auch eine Rolle. Oder ich glaube, Jürgen Klopp sagt das sogar am Anfang in seinem Vorwort, das ist jemand, neben Subotic ist einer, der angekommen ist, der weiß, wer er ist und wofür er da ist. Weißt du noch, oder würdest du das auch so sehen? Und was war für dich der Moment, an dem du das dich so eins gefühlt hast mit dir und dem, wofür du da bist? Ich habe Klopp kennengelernt und mit ihm gearbeitet, als ich 17 wurde. Ja, also ein junges Alter. Und da bin ich auch in diese Profifußballszene gekommen. Da war ich die ersten Jahre komplett verwirrt und habe mich nach links und rechts orientiert und das getan, was die anderen Leute getan haben. Nicht das, was ich machen wollte zwingend. Und mit der Zeit nahm die persönliche Entwicklung bei mir auch zu und ich habe irgendwann mal verstanden, es nutzt nichts, sich nach links und rechts zu orientieren, weil auch die Leute orientieren sich nach links und rechts und manche vielleicht finden etwas, wo sie sagen, das bin ich, so möchte ich sein oder so, ne, danach strebe ich. Aber ich glaube, das sind eher wenige. Und bei mir hat es tatsächlich begonnen, als ich diese Rolle, in der ich dich reingerutscht bin, von dieser Ahnungslosigkeit und fehlendem Kompass, den ich in mir hatte, mal selbst zu fragen, so, wer möchtest du sein? Weil wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, dann hast du auch selbst die Möglichkeit, das zu verändern. Ja, das musste mir aber jemand sagen, bevor ich selbst drauf gekommen bin. Und als diese Reise begonnen hat, wirklich zu sagen, hey, was möchte ich im Leben? Wer möchte ich sein als Mensch? Nicht nur als Fußballer, sondern wirklich auch als Mensch. Habe ich mich dann abseits diesem falschen Weg bewegt und immer mehr mich erstmal ein bisschen verloren in so einem Wald. Und dann auf der anderen Seite des Waldes war ein Weg, wo ich wusste, da möchte ich lang gehen und da fühle ich mich nicht nur ganz wohl, sondern da fühle ich mich richtig. Ich glaube, man muss sich nicht immer wohlfühlen, wenn man weiß, das ist der richtige Weg für sich. Und primäres Beispiel dafür war nun mal die Gründung der Stiftung vor jetzt mittlerweile 11 Jahren, die eine globale Sicht, die aus einer globalen Sicht herauskam. Und jeden Meter, den ich auf diesem Weg gegangen bin,
hat mich bestärkt, um zu sagen, ja, das ist, fühlt sich richtig an, ja, das ist für mich absolut richtig. Ja, die Menschen, die ich auf diesem Weg begegne, die schon vor mir waren oder hinter mir und neben mir laufen, entlang diesem Weg, ja, ja, da gehöre ich hin oder da möchte ich dazu gehören und da fühle ich mich in Anführungsstrichen angekommen, aber nicht angekommen an einem Zielpunkt, sondern eigentlich auf einem Weg. Ja, das ist super interessant, dass du das erwähnst, weil genau darüber wollten wir auch noch sprechen. Und zwar, ihr habt beide schon was angedeutet. Christine, mit dir wollten wir über das literarische Quartett sprechen und über diesen Wettkampf, der da ja zu herrschen scheint. Und Nevin, genau das, was du eben erwähnt hast mit diesem Klischee des Fußballers und dass du ja auch eine Zeit lang erfüllen wolltest oder das Gefühl hattest, es erfüllen zu müssen. Wir würden aber auch gern mal jemanden aus dem Zoom-Call hereinnehmen, der eine Frage stellen kann. Wir kriegen ganz tolle Fragen im Chat. Das ist leider viel zu wenig Zeit für so viele tollen Fragen. Für die Menschen im Livestream. Man kann sich auch für dieses Format anmelden und dann kriegt man einen Zoom-Call-Zugang, in dem man dann auch Fragen in den Chat schreiben kann und sich auch melden kann. Und wenn Sie jetzt eine Frage stellen möchten, dann heben Sie bitte Ihre Hand und unsere Regie wird sie auswählen. Und in der Zwischenzeit, während Sie sich überwinden und den Mut fassen, würde ich genau die Frage an Christine stellen, die ich eben angedeutet habe. Und zum einen, du hast gesagt, das literarische Quartett hat sich für dich wie eine Niederlage angefühlt. Aber die stellen wir hinten an, die Frage, weil wir haben jetzt nämlich eine Zoom-Frage. Und stellen Sie sich bitte vor und stellen Sie dann Ihre Frage. Hallo? Ja, jetzt hören wir Sie. Yay. Hallo. Ja, mein Name ist Matthias Kuhlemann. Ich wohne in der Nähe von Hamburg in Norderstedt. Und erstmal vielen Dank für die Teilnahme hier. Das ist wunderbar. Ich bin auch ein Spender von Nevin Sobotics Stiftung. Deswegen freut es mich umso mehr, einmal hier auch in der Situation dabei zu sein. Meine Frage ist, weil ich auch jahrelanger Fan von der Sendung Zimmerfrei war, wie würden Ihre Zimmer eigentlich aussehen, wenn Sie selber Gast noch einmal in der Zimmerfrei-Sendung wären? Wie würde das Zimmer aussehen, wenn Christine Westermann mit Ihnen, Herr Sobotic, hochgehen würde? Oder umgekehrt, wenn Herr Sobotic mit Ihnen, Frau Westermann, in das Zimmer gehen würde? Wie würden diese Zimmer eigentlich aussehen und was könnten wir daraus schließen? Vielen Dank. Oh, so eine schöne Frage. Vielen Dank. Ja, super Frage. Ganz tolle Frage. Vielen Dank, Matthias. Vielleicht, Christine, erzählst du kurz mal, was es mit dem Zimmer auf sich hat und dann, wie du Nevins Zimmer einrichten würdest, wenn du ihn abführen würdest. Ja. da war immer oben Zimmer frei. Das war das Konzept der Sendung und eine Stunde waren ein Mensch da und wir haben ihn auf seine WG-Tauglichkeit getestet und damit ich mal Ruhe vor Götz Alsmann hatte, sind wir da oben die Treppe hoch und da war ein Zimmer und das war immer sehr, sehr speziell eingerichtet, also für den Gast. Und bei Neven, als ich dein Buch gelesen habe, hat mich unglaublich beeindruckt, wie sehr du deinen, ich kann es gar nicht gescheit ausdrücken, aber deinen Lebensstandard zurückgefahren hast. Und du hast erzählt, dass du einmal im Monat mit deiner Freundin essen gehst, in eine Pizzeria. Und ich glaube, ich würde dir da oben so ein kleines Restaurant mit den klassischen weiß karierten Tischdecken machen. Und ich würde dich fragen, wie man das hinkriegt. Und ich wüsste gerne, weil dein Vater spielt eine große Rolle in deinem Leben, diese Bescheidenheit und dieses alles geben und nichts behalten, hat für mich absolut Wurzeln in deinem Elternhaus. Und ich wüsste gerne so Sachen wie, woran du merkst, dass dein Vater stolz auf dich ist und wenn ihr da in der Pizzeria sitzt, was dein Vater für eine Pizza nehmen würde, so Westermann-Katalog quer durchfragen. Das wüsste ich gerne von dir. Ja, das ist ja sehr lieb und ja sehr intim. Ich glaube, ich verstehe die Atmosphäre so ungefähr, die dann sich da oben im Zimmer abspielt. Ich glaube, für mich wäre es interessant, aufgrund der Tatsache, dass du so eng vertraut bist mit der Literatur
und auch selbst schreibst, dann würde ich da gerne die Bücher, die dir was bedeutet haben, die deine Perspektive erweitert haben, die dein Leben vielleicht auch zum Teil verändert oder beeinflusst haben, hinstellen, ja, und mir dann sehr gerne vielleicht auch die Sätze daraus anhören, die bei dir zu irgendwas geführt haben. Ne? Das ist auch etwas Wunderschönes, nicht weil man das alles übernehmen muss, aber zu sehen, was zum Teil ein Buch oder manchmal auch wirklich ein Satz bei jemandem bewirken kann. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Ich glaube, viele Leute, die nun mal lesen, haben das immer mal wieder und auch bei verschiedenen Büchern. Es sind ja nicht immer die gleichen, sondern jeder liest ein Buch ein bisschen anders, in einem anderen Kontext, in dem sich das eigene Leben befindet. Und ich glaube, dadurch lernt man auch die Person kennen, nicht nur für den Satz, sondern auch in welchem Kontext und welcher Gefühlslage die Person in dem Moment war und was sich daraus entwickelt hat. Das wäre für mich sehr spannend. Ich hätte dann, glaube ich, gar kein, weil spontan fällt mir ein, ich hätte gar nicht einen Satz, ich hätte ein Bild. Als ich so, weiß ich nicht, 20 war oder so, hat mich Bonjour Tristesse von François Sagan unglaublich beeindruckt. Und es gibt eine Stelle da, da sitzt sie an, also sitzt die Protagonistin irgendwo in Südfrankreich an einem Swimmingpool, ist mehrfach verknallt, kann sich aber irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht entscheiden und verkatert am Morgen und sie hat die Füße so im Wasser hängen und sie trinkt einen stark gesüßten Espresso, also einen Kaffee und isst dazu eine Orange. Und wenn ich das jetzt, wenn ich davon rede, kriege ich so eine Art Speichelsturz, weil das ein so intensives Bild ist und ein so intensiver Geschmack, also wenn es eine richtig gute Orange ist und du reinbeißt und dann hast du diesen starken, eigentlich bitteren Kaffee dann noch. Und das ist mir, ich glaube, weiß nicht, wie oft ich an Swimmingpools gesessen habe und also sagen wir mal, in jungen Jahren und Apfelsinen und Espresso, also es einfach nachgemacht habe. Das ist ein ganz starkes Bild. Ist schön und das bleibt auch sehr hängen. Und Volker und ich sind quasi überflüssig, weil die beiden stellen viel bessere Fragen, als wir es jemals könnten, Volker, du und ich, oder? Warum sind wir hier? Ich habe zumindest ein Hemd an, das aussieht wie eine Apfelsine. Ja, genau. Das ist mir schon erheblich weiter. Und ich dachte, du bist als Bronzepokal gekommen. Ganz schön, neben auch was, wie du eben über Literatur gesprochen hast, auch das mag ich unglaublich gerne. Ist auch in deinem Buch ist also, es scheint mir die ganze Bandbreite des literarischen Nutzens schimmert da auf. Es gibt am Anfang. Volker, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wir haben noch eine Zuschauerfrage und die Zeit, so rennt sie so schnell davon. Stellen Sie sich bitte vor kurz und stellen Sie Ihre Frage. Hallo, mein Name ist Christian Bös. Ich wohne auf halber Strecke zwischen Wiesbaden und Limburg an der Lahn. Vielen Dank für dieses tolle und inspirierende Format. Frau Petkovic beschreibt in ihren Kolumnen und Texten immer sehr eindrücklich, finde ich, das Alleinesein und auch mitunter die Einsamkeit vor, während und nach großen Tennisturnieren. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, Herr Subotic, ist das tatsächlich ein Vorteil von Fußball als Mannschaftssport, dass man da nie alleine ist, weil man ja immer mit seinem Team unterwegs ist? Oder sind das tatsächlich auch Gefühle, die Sie als Profisportler kennen? Dankeschön. Super Frage. Danke für die Frage. Ich kenne nicht das genaue Gefühl, das Andrea durchgemacht hat, aber es gibt schon wesentliche Phasen, wo man alleine ist. Also wenn man sich vorstellt, vor einem Spiel, ja, da sitze ich alleine da daheim oder im Hotel. Klar haben wir dann Mittagessen und Abendessen gemeinsam, aber spätestens, wenn man dann auch in die Kabine geht und bei der Vorbereitung, so da ist, Da bin ich in meiner Welt drin, dann kann alles passieren, können Bomben links und rechts explodieren und ich würde es halt nicht merken, weil ich so fokussiert bin. Und selbst im Spiel ist es so,
ich spiele gegen meinen Spieler und ich muss die ganze Zeit auf den achten. Doch dann gibt es ab und zu mal den Joker, dass wenn der an mir vorbeiläuft, dann weiß ich, da kommt ein Mats Hummels ums Eck und der grätscht den noch um. Also ich habe immer noch diesen Joker. Ich kann Glück haben, selbst wenn ich einen Fehler mache, da ist ein Kollege, der rettet mir den Hintern. Gleichzeitig muss ich das natürlich und möchte das natürlich auch für meinen Kollegen machen. Aber diese Phasen, vor allem wenn man gegen gute, herausragende Mannschaften spielt, die das Spielfeld sehr groß machen, wo man quasi alleine gegen einen anderen Spieler irgendwie auf 50 Quadratmeter spielt, ey, da fühlt sich das an wie ein 1 gegen 1. Aber umso besser, umso kompakter man spielt, umso eher hat man das Gefühl, okay, wir verteidigen hier alle gemeinsam. Also man hängt es ein bisschen vom Spiel ab und natürlich nach dem Spiel unmittelbar, ja, da feiern wir mit den Fans, wenn es gut lief. Aber dann gehe ich ins Auto, fahre nach Hause und bin dann halt alleine und so hat man halt gewonnen. Ja, also Teile davon sind ähnlich oder wenn man verliert, ist man dann auch wiederum alleine. Da gibt es jetzt nicht noch eine Trauerrunde, wo man im Kreis sitzt und jeder irgendwie die Gefühle miteinander teilt. Aber ich denke schon, dass Teamsport auch deshalb wunderschön ist, weil es immer wieder auch Momente gibt, wo man gemeinsam ist, wo man gemeinsam siegt, aber auch gemeinsam verliert. Und wenn man einen Fehler macht, dieser aufgehoben wird und man Vertrauen zu den anderen aufbaut. Und das schätze ich sehr an dem Sport. Christine, Bücher lesen, drüber schreiben, einsames Geschäft, ne? Ja, aber auch ein schönes Geschäft, finde ich. Also ich bin unglaublich gern alleine in meinem Leben. Das ist ja ein Unterschied zu einsam, sondern ich bin gern allein. Ich bin seit 100 Jahren freie Mitarbeiterin. Das heißt, ich arbeite immer von zu Hause. Und ich brauche das irgendwie. Also ich nehme auch Epalat, weil ich heute noch nicht mit so vielen Leuten gesprochen habe. Also wenn nachher mein Mann rauskommt, ist das okay und dann freue ich mich auch. Aber diese Zeit alleine auch, ich kann auch Tage allein gerne allein sein. Ich stotter gerade rum, ich frage mich, warum. Also muss man eigentlich gar nicht erklären. Allein sein bedeutet ja auch bei sich sein und ich bin gern bei mir. Also ich bin euch mal gefragt worden, in höchster Not, wo würde ich hingehen? Ich würde zu mir gehen oder ich würde bei mir bleiben. Und das finde ich schön. Also schön zu wissen, dass ich bei mir zu Hause sein kann und auch wenn ich manchmal chaotisch bin und wenn ich nicht alles richtig mache, aber eigentlich fühle ich mich bei mir sehr wohl. Ja, das ist super schön. Und ich hätte gleich noch drei Nachfragen dazu, aber wir haben schon wieder eine Zuschauerin, die auch gerne ihre Frage stellen möchte. Deswegen stellen Sie sich bitte noch mal vor und stellen Sie Ihre Frage. Die waren ja bisher so viel besser, als was wir, Volker und ich, hier kredenzen. Deswegen mache ich mir gar keine Sorgen. Sie müssen Ihr Mikrofon noch einmal kurz aufschalten. Jetzt, okay, Entschuldigung. Ja. Mein Name ist Kerstin Kegel, ich wohne in Hildesheim. Und ja, zuerst danke, dass ich dabei sein darf bei dieser interessanten Talkrunde. Das ist ein spannendes Format, habe ich in der Firma nie kennenlernen dürfen. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich an Levin. Als Leistungssportler, als sehr erfolgreicher Leistungssportler, hatten Sie sicherlich vor allem in dieser aktiven Zeit, vor allem auf diese Eigenschaften zurückgreifen müssen. Durchsetzungsstärke, Kampfgeist, auch eine große Form von Egoismus und der Einsatz der Ellenbogen und egozentrisches Verhalten ist vielleicht falsch, aber zumindest eine starke Form von Egoismus und so weiter war bestimmt entscheidend, um diesen Erfolg in dieser harten Sportart, ist ja auch mit starkem Körpereinsatz verbunden, zu haben. Das ist für mich völlig konträr zu dem, was ich an Eigenschaften und Werten jetzt bei Ihnen sehe in Ihrer sozialen Arbeit und in Ihrem sozialen Engagement. Wie passt das für Sie zusammen, von dieser starken egoistischen Seite, die Sie ja damals in irgendeiner Form ausleben mussten, zu dieser Seite des Miteinanders, Füreinanders, für andere Dasein gewechselt sind. Sind Sie jetzt ein völlig anderer Mensch?
haben Sie diese Eigenschaften noch immer und unterdrücken Sie die? Oder hatten Sie die damals eigentlich gar nicht, was ich mir nicht vorstellen kann? Wie passt das zusammen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar, bei mir ist es ja so, ich bin durch den Sport groß geworden. Aber ich bin ja auch generell als Mensch groß geworden, unabhängig vom Sport. Also auch im Bildungsbereich bin ich ja durchs Schulsystem gegangen und war in manchen Bereichen ähnlich ehrgeizig, weil meine Eltern mir das vorgelebt haben und sie haben das in der Arbeitswelt vorgelebt. Ne? Also wirklich harte Arbeit, wirklich doppelt so viel arbeiten und irgendwie die Hälfte bekommen. Und ich habe das bei mir auf alles angewandt. Ich weiß nicht, ob man egoistisch sein muss, um sportlich erfolgreich zu sein. Das würde ich nicht unterzeichnen, denn einige Sportler, die ich kenne, die sind, glaube ich, sehr, also wirklich sehr selbstbewusst, ja, und manchmal auch arrogant in der Hinsicht, als dass sie denken, es kann doch nicht sein, dass ich gegen die Person verloren habe, die nicht viel besser ist als ich, also muss ich besser werden. Und dieser Anspruch an einen selbst, dass der hoch ist, der kann wo immer her auch kommen. Bei mir war es sicherlich aus der Tatsache, dass meine Eltern und ich, als ich groß geworden bin, immer Bürger zweiter Klasse waren, egal wo wir waren. Ich wollte zeigen, ich gehöre dazu. Ich kann das auch, was ihr da macht. Und das hat mich auch getrieben, bis ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, ja, diese Profis, also die arbeiten nicht mehr als ich. Ich kann also das genauso gut wie die. Und ich kann das sogar so gut, also nicht nur ich, sondern dann ist es ja Mannschaftssport. Also ich kann das nur mit meiner Mannschaft gemeinsam bis hin zur Meisterschaft treiben. Ja? Und das hat mich dann auch wiederum weitergepusht. Und als ich gemerkt habe, das ist ja keine Hexenkunst, sondern das ist Arbeit. Auch ein bisschen Talent sicherlich, aber es ist vor allem Arbeit. Und wenn ich was bestimmen kann, dann wie viel ich arbeite. Ja? Und diesen Ehrgeiz, dann das Beste aus mich herauszuholen, also zum Teil auch unabhängig gegen, ob ich gegen jemanden spiele oder für jemanden, den habe ich weiterhin. Auch mit meiner Stiftung wende ich diesen Ehrgeiz an. Ja? Ich will in Deutschland die beste Stiftung haben. Daran arbeiten wir. Wir machen auch bestimmte Sachen nicht schlecht, sogar wirklich nicht schlecht. Ja? Es gibt nur keine Tabelle, wo man das irgendwie messen kann und es hängt ja auch nicht mit den Spendeneinnahmen zusammen, wie gut eine Organisation ist. Aber diesen Ehrgeiz habe ich. Wieso? Ja, weil es in diesem Fall um etwas Wesentliches geht. Wir sind in den ärmsten Regionen der Welt aktiv, wo Menschen nicht mal Zugang zu Wasser haben. Und hinsichtlich der Ungerechtigkeit, die da ist, ja, ich habe in meinem Leben schon ein bisschen Ungerechtigkeit aus erster Hand erfahren und weiß, wie dumm und blöd und das Ganze ist. Oh, und das jetzt auf einem ganz anderen Maße zu sehen und zu sehen, Leute haben noch nicht mal Zugang zu Trinkwasser, zu sauberem Wasser tagtäglich. Ich werde das zwar nie wirklich nachvollziehen können, aber ich weiß, was Ungerechtigkeit bedeutet und ich weiß, das ist die größte Ungerechtigkeit. Und die gehe ich nicht irgendwie halblang an und sage, ja, das ist ungerecht, jetzt mache ich da eine Stiftung und vielleicht wird dann am Ende was sein, sondern ich nehme den Ehrgeiz, den ich im Leben, der mir mein Leben gezeigt hat, ich kann bestimmen, wie viel Energie ich da reinsetze, ja, mit welchem Anspruch gehe ich da rein, ne? Und den wende ich an, dass wir eben auch wirklich zu, glaube ich, einer ganz ordentlichen Organisation gehören. Ja? Wenn ich eine Sache mit werbungsmäßig noch erwähnen darf, wir sind eine der ersten Organisationen in Deutschland, die ihr Qualitätsmanagementsystem nach internationalem Standard auch extern zertifizieren lassen. Das hat soweit wir das wissen, kein anderer gemacht, aber das ist unser Anspruch und der treibt mich und nicht, weil wir der Besten sein möchten, um die Besten zu sein, das sind wir auch nicht, aber ich habe diesen Anspruch, ja, und mit dem, den wende ich an, eben um gegen diese Gerechtigkeit, diese zu verbessern. Und so passt das für mich in eins, unter einen Hut. Ja? Danke für die Frage. Und wir sind schon kurz vor dem Ende oder sozusagen für externe Fragen oder aus dem Zoom-Call ist
danach sozusagen bei der Aftershow-Party, wo die Zoom-Teilnehmer noch dabei sind, noch Zeit. Und wir können die 5 Minuten noch nutzen. Vielleicht, Andrea, wir hatten vorher darüber gesprochen, über vieles Verbindende, was euch beide verbindet. Aber eine sehr auffällige Dinge ist natürlich einerseits eure Fluchtgeschichte, die ihr beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise erlebt habt. Auf der anderen Seite, neben was du eben angedeutet hast, diese unglaublich starke Vaterfigur, die für dich, Christina, auch so wichtig war. Und Neven, du schreibst in deinem Buch auch, dass einer der Hauptantriebe oder ein Antrieb zu schreiben ist, auch das Gespräch mit deinem Vater über dieses Buch dafür zu gewinnen. Und da würde ich kurz überwechseln zu dir, Christina. Hast du auch so einen idealen Leser, wenn jetzt speziell für dieses auch sehr, sehr persönliche Buch, an das du gedacht hast und ein Gespräch beginnen möchtest mit dem Buch? Sag es nochmal, Volker, ich habe es nicht ganz verstanden, bitte. Der ideale Leser deines Buches, gibt es da jemanden, an den du gedacht hast, für den das so eine Art Anfang eines Gesprächs sozusagen sein könnte? Du meinst, ob... Ich glaube, ja, eine Leser, gibt es einen? Entschuldigung, das ist dann scheinbar gefragt. Der ideale Leser deines Lebensbuches, jetzt über die Lektüren deines Buches, an wen hast du sozusagen als idealen ersten Leser gedacht? Ich habe keinen Leser im Kopf gehabt, aber ich alle Menschen, die denken, ich krieg's nicht gebacken. Also mein Vater ist gestorben, als ich 13 war. Und er war der wichtigste Mensch bis dahin in meinem Leben, weil meine Eltern geschieden waren und ich bei ihm aufgewachsen bin. Und plötzlich war das alles weg. Und was ich gelernt habe, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, dass ich gar nicht weiß, ob das aus mir geworden wäre, die Christine Westermann, die ich jetzt bin, wenn ich total behütet und umsorgt aufgewachsen wäre. Und deswegen richtet sich dieses Buch, glaube ich, an alle, die viel Traurigkeit vielleicht auch in der Kindheit erfahren haben oder in ihrer Jugend. Oh Gott, jetzt wird's aber so ein bisschen melancholisch, wehmütig, dramatisch, so wollte ich das gar nicht. Aber dass man das gut überleben kann und dass man stärker aus solchen emotionalen Dunkelkammern rausgeht, als man reingeht. Das ist das, was ich denke. Ich glaube übrigens nicht, wenn das jetzt ein Appell ist, den man vielleicht erwarten könnte, dass Bücher Leben retten. Sie können Leben retten. Also wenn man ein gescheites Buch zur rechten Zeit liest. Aber ich glaube, man rettet sich selbst. Und das ist eine wichtige Lebenserfahrung für mich. Ich sag's doch, Sportlerin-Mentalität, Christine. Und wir müssen leider zum Ende kommen. Es ist 20 Uhr. Bei mir in New York ist es 15 Uhr. Aber das ist egal. Danke an alle, die im Livestream dabei waren. Bitte die im Zoom-Call sind, noch dabei bleiben. Jetzt gibt es die Afterparty. Da können Sie alle Fragen stellen, die nicht sendbar sind, sondern die nur für uns bestimmt sind. Und nächstes Mal können Sie auch dabei sein, wenn Sie sich vorher anmelden. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Danke, tschüss. Wir saßen im Literatenquartett Kopf hoch. Genau.